Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen in meinem Garten. Heute machen wir diesen süßen kleinen Schweinebraten mit leckerer Glasur auf dem Grill. Wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch jetzt im Video. Für unseren Barbecue Pork Roast habe ich hier ein schönes Stück Schweinehals, und zwar vom Stauferico Schwein. Den habe ich bestellt bei Your Beef. Den Link dazu packen wir euch unten rein. Und so ein lustiger kleiner Schweinebraten, wie man den ja auch nennen kann. Das ist etwas, das mache ich immer bei Veranstaltungen, denn das geht schnell, schmeckt super lecker, hat eine tolle Kruste, wird hinterher noch glasiert, und das ist genau das, was vom Geschmack her die Leute als Barbecue erwarten. Ist also richtig gut, funktioniert übrigens auch genauso mit einem Schweinenacken, alles wunderbar. Wie gesagt, ich werde das, damit die Garzeiten kürzer sind, denn bei Veranstaltungen haben die Leute nie Zeit und wollen immer sofort was essen, weil sie kriegen es ja auch noch umsonst, also her damit. Ne? Ich schneide den jetzt einmal noch längs durch, dadurch habe ich auch direkt ein bisschen mehr Kruste, und Kruste ist natürlich auch etwas, was sehr viel Geschmack bringt, ganz genau. Wenn er jetzt noch ein bisschen dicker wäre, dann würde ich das sogar vierteln längs, dann hat man so eine Filet-Optik, und die meisten Leute denken dann hinterher, wow, es gab Filet, obwohl es natürlich nur ein Schweinenacken oder ein Schweinehals war. Wie gesagt, ich werde den längs durchschneiden, dann werde ich den, so wie ich das hier ganz gerne mache, mit meiner Barbecue-Soße, also mit meiner Hot Sauce, einstreichen, und dann habe ich hier meinen Gyros-Rub, den selbstgemachten, der kommt dann da außen rum, und dann geht das schon in den Grill, wird ein bisschen geräuchert, bei ungefähr 150 Grad. Ja, und dann wird es sicherlich so 1 bis 2 Stunden dauern, bevor wir den glasieren. Unsere kleinen Schweinebraten sind jetzt bei ungefähr 70-75 Grad. Die werde ich jetzt noch schön glasieren. Ich habe mir dazu die Barbecue-Soße, die Classic-Barbecue-Soße von Your Beef. Ihr könnt natürlich einfach die Soße nehmen, die ihr haben wollt. Den Link dazu packen wir euch aber auch einfach noch unten rein. Also wer die haben möchte, kann die sich ja bestellen. Ja, ich werde jetzt von allen Seiten schön bepinseln, ein paar Mal drehen. Also zweimal bepinseln oder sowas. Dauert jetzt vielleicht noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, und dann können wir die Dinger essen. So, unsere kleinen Schweinebraten haben jetzt hier noch 5 Minuten geruht. Ich werde die Dinger jetzt natürlich mal anschneiden, probieren. Ich will mich aber schon mal bedanken für eure Aufmerksamkeit, und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Geht ja wirklich ganz einfach, auch auf jedem Grill. Schmeckt immer ganz gut, also ganz toll, sieht super aus, und wird eure Gäste begeistern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald, euer Olli. Butterweich, butterweich. Super saftig. Mmh.